Manuel Lollis und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau, heute ist ja der 1. April und ich weiß nicht, welche Leute von euch mich schon so lange verfolgen, dass sie vor einem Jahr schon mein April-Scherz-Video gesehen haben. Und sowas machen wir auch heute wieder. Ich habe damals Leuten erzählt, dass jetzt bald, also damals bald, eine neue Nachtreiter-Quest rauskommt und ist danach natürlich auch aufgelöst als April-Scherz. So was Ähnliches werden wir heute auch wieder machen. Und zwar werde ich den Leuten erzählen, dass Star Stable bald alle Server schließen wird, weil sie pleite sind. Und ja, das habe ich mir überlegt, weil ich finde, es muss halt irgendwas sein, was heftig ist, aber was trotzdem nicht so schlimm ist. Also, so zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, Star Stable wurde gehackt, kann es halt schnell passieren, dass sich die Leute einfach schnell ausloggen, weil sie Angst haben oder so davor. Und dann sind sie weg und ich kann es nicht mehr auflösen. Und ich bin hier in Moreland, weil zum einen ist hier meine Heimatstadt und zum anderen gibt es hier halt einfach viele Leute, die man verarschen kann. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt mal an mit der Minna Moonside. Fresher Name. Und ich schreibe die gute Minna mal an. Und ja, bin mal gespannt, ob sie reagiert. 2000 Jahre später. Jetzt dachte ich gerade schon, das Kindchen hätte zurückgeschrieben, aber war das dieser NPC, der hier oben gequatscht hat? Und dann, hier ist doch eine große Versammlung. Können wir doch direkt mehrere reinlegen. Die Snow Sisters Community hat hier scheinbar CD. So. Hey. 6,5 Stunden später. Die scheinen ja nicht AFK zu sein. Aber die antworten nicht. Vielleicht haben die das so eingestellt. Ah ja, hier ist ja mal jemand. So. Die schreiben mir einfach jetzt mal an. Diese alter Winterdop. Ja, endlich mal jemand, der reagiert. So. Mal sehen, wie sie reagiert. Sie haut ab. Sie haut ab. Das Kindchen haut ab. Das ist eine freche Sache. Warum? Okay. Ich glaube, wir dürfen es nicht auf diesem Platz probieren. Hier sind irgendwie nur komische Leute unterwegs. Ich würde vorschlagen, wir probieren es mal hier am Stall. Mit der Eleanor. That was a holy fail. Übrigens ist das Video bis jetzt ein ziemlicher Fail, weil niemand antwortet oder die Leute halt wegreiten. Wir probieren es mal hier. Die Person scheint ja irgendwie online zu sein, weil die sich bewegt. Okay, mal sehen, wie sie reagiert. Tue halt so, als würden die Server in 2 Wochen geschlossen. Und deswegen soll man sich lieber mal keine Starcoins gerade kaufen. Ach, Menno.
Ja. Dann fragen wir sie noch schnell, ob es für sie okay ist, dass sie im Video ist. Und dann machen wir bei der nächsten weiter. Die gute Dame hat ja jetzt herausgefunden, was hier Sache ist. Deswegen fahren wir jetzt mal irgendwo anders hin. Ich würde mal vorschlagen, wir fahren jetzt mal zu Steve und machen dort weiter, weil wenn ich jetzt im Morning weitermache, ist es ein bisschen witzlos, weil vielleicht auch einige das mitbekommen haben. Aber ja, deswegen machen wir es auch im Gesagt-Chat, damit das eben nicht immer jeder mitkommt, wenn ich es auflöse. Wir machen jetzt hier mal weiter. Aber hier sind halt immer auch diese ganzen Leute, die so AFK rumstehen. Aber ich steige jetzt einfach mal diese Leute an. Sie geht einfach weg. Es ist irgendwie traurig. Ich schreibe jetzt hier die Leute einfach mal an. Man kann halt auch einfach an so einem dicht besiedelten Ort wie Steve das nicht so oft machen. Okay, die nimmt mir das gerade wirklich ab. Scheinbar. So, ich glaube, sie checkt das gleich. Deswegen müssen wir irgendwie früh genug auflösen. Wenn sie jetzt nicht mehr antwortet. So, bevor sie abhaut, muss noch April, April kommen. Wir haben endlich mal geschafft, jemanden zu verarschen. Das ist doch mal schön. Endlich mal eine Person, bei der es geklappt hat. Ich freue mich gerade irgendwie abnormal, dass es einfach mal geklappt hat. So, ich schlage vor, wir reiten jetzt zum nächsten Örtchen und suchen uns mal eine Person, die hier gerade nicht genau in der Nähe stand. Für solche Videos wie meines sind Menschen, die AFK sind, Feinde. So, hier die Person, die schaut doch absolut nicht AFK aus. Okay, diese Person möchte lieber Rennen machen, als mit mir abzuhängen. Ich muss dich erwischen. Pferd. So. 2000 Jahre später. Nein, sie ist auch weg. Okay, ich glaube, bei Rennen zu stehen ist irgendwie nicht so gut. So, weiter geht's. So, let's go. Hast du schon gehört, dass das der Pleite ist? Das bedeutet, dass sie kein Geld mehr haben und bald die Server schließen. Also, gib jetzt am besten nichts mehr für SSO aus. Du kannst bald eh nicht mehr spielen. So.
Gleich können wir auflösen. Ich bereite es schon mal vor. Ich warte nur noch darauf, dass sie noch mal vielleicht antwortet. Ich will sie jetzt nicht so zuballern und dann kommt direkt April. Und jetzt zack. Nächste Person geprankt. Yes. Es hat bis jetzt bei 2 Leuten geklappt. Und ich habe mit 3 Leuten geschrieben. Also bis jetzt eine ganz gute Rate von den Sachen, die geklappt haben. Mal gucken, erwischen wir die Sandy noch? Wir wollen hoffen. Sandy, bitte antworte. Ich will dich doch pranken. Sie dreht sich immerhin schon mal zu mir. So, jetzt wird sie bombardiert. Die Sandy. Vielen Dank schon mal, dass du geantwortet hast. Mal gucken, ob der Prank aber zieht. Ja. Okay, schade. Sie ist nicht drauf reingefallen. Schade. Sehr, sehr schade. Wenn niemand auf einen reagiert. Das ist traurig. Die Alma. Probieren wir es jetzt nochmal mit dir. Es sieht gut aus. Nein, es sieht nicht gut aus. Die Alma reitet weg. Ein sehr schönes Outfit hat die Matilda. Oh Gott, ich bin so konzentriert immer, wenn ich das hier schreibe. Das war voll das Herde-Kind-Meme. Okay, jetzt ziehen wir aber erstmal durch. Okay, ich muss es jetzt richtig, richtig realistisch machen. So, okay. So, wir lösen jetzt einfach mal auf. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sie gleich wegreitet. So, du hattest recht, April, April. Hattest den richtigen Riecher, Mathilda. Next person is geprankt. So. Wir suchen jetzt mal ein bisschen. Vielleicht die Alina Badwin. Ich muss ja echt sagen, solche Videos sind immer echt zeitaufwendig. Weil man ewig Leute suchen muss. Es dann immer ewig dauert. Bis man irgendwie mal jemanden findet. Und es dann auch alles funktioniert und so. Tja. Ich denke mal, wenn wir die nächste Person geprankt haben, dann ist die Challenge erreicht. Aber müssen wir erstmal noch eine Person finden, die nicht AFK ist und die wir pranken können. Okay, diese Person ist eindeutig AFK. Wir können ja mal nebenbei so ein Pferd ein bisschen treiben, bis wir noch eine Person gefunden haben, die sich für unser einen kleinen Scherz eignet.
Jo, das ging ja schneller als gedacht. Hey. Wie der ganze Chat einfach voll ist mit Hey von mir. So. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen voll spammen. Ja. Ich finde das ganz traurig. SourceName ist pleite. Nein, ist es nicht, aber. Egal. Wir wollen ja diese Person hier pranken. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Weil die gerade keinen Bock auf mich hat, glaube ich. Sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Ich bin menschlich enttäuscht von dir. Ja, nein. Also, wir wollen hier niemanden beleidigen. Next person. Hast du schon gehört, dass Darstable pleite ist? Ich finde das voll traurig. Jetzt schon. Geil, geile Antwort. Jetzt schon. Hat sie damit gerechnet, dass es schon irgendwann kommt, aber noch nicht jetzt? Och, krass. Ich finde, ich feiere diese Antwort gerade so. Bald schließen sie alle Server. Aber die kaufen das halt einfach wirklich ab. Nice. Ja. Nein, nicht wegreiten, bevor du April April siehst. Oder hast du das wegen April April gemacht? Das ist irgendwie sad. Alle reiten weg. Ich glaube, ich habe mich hiermit unbeliebt gemacht. Das ist so Community. Ach, es ist nun mal der 1. April und man muss geprankt werden. Das ist noch früher als Kind. Ich habe immer gezählt, wie viele Leute ich heute schon geprankt habe in der Schule. Ich glaube, ich habe einmal an einem Tag 27 Leute reingelegt. Ich habe meine Eltern allein 10 Mal oder so. Also, ja. Aber ja, heute, wie viele April-Scherze habe ich heute verteilt? Ich glaube, erst einen. Also mal abgesehen von dem SSO-Zeugs in Real. Ich habe von morgen von meinem Vater so getan, als hätte ich einen Lateintest vergessen, aber hatte ich gar nicht. Weil mir fiel halt nichts Besseres ein, weil mir ist morgens so aufgefallen, shit, 1. April, Mist. Ich habe mir nichts überlegt. Ja. Wir haben jetzt auch keine Arbeit zurückbekommen oder so. Oder keine ausstehend gehabt, mit der wir Prank hätten machen, mit denen ich einen Prank hätten machen können. Das war halt auch irgendwo das Problem, aber ja. Und wir hatten halt heute nur so eine Lehrerin, bei der ist es nicht sinnvoll, einen Prank zu machen. Das überlebt man nicht. Das Donnerwetter, das danach kommt. Deswegen haben wir das erst gar nicht gemacht. Und ja, genau. Das ist die traurige Geschichte von nur einem April-Scherz heute. Naja. Jedenfalls konnte ich in SSO heute ein bisschen was aufholen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es hat euch unterhalten. Ich hoffe, ich schaffe es noch heute, das hochzuladen. Es wird dann wahrscheinlich das zweite Video heute, weil ich lade gleich noch eins hoch. Ich habe es schon vorbereitet. Es hat gerade nur noch aus der Schnitt-App geladen. Ich hoffe, es ist jetzt fertig und ich kann es hochladen. Und das hier wird direkt danach geschnitten und vielleicht sogar noch am 1. April hochgeladen. Leute, ihr werdet ja sehen, ob es funktioniert hat. Genau.
Ja. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, liked das Video sehr gerne und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann die Glocke zu aktivieren. Das ist voll der Reim. Abonnieren und aktivieren. Krass, meine Deutschlehrerin wäre stolz auf mich. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.